Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Endless Space. Was ist passiert in der letzten Folge? Piraten haben uns angegriffen, wir haben sie aber erfolgreich zurückgedrängt. Wir schicken unsere Schiffe gerade zur Verstärkung unserer Grenzen. Es dürften auch keine Piraten mehr jetzt hier in unserem System sein. Die nächsten Piraten, die kommen, werden hier abgefangen. Gut, gehen wir in die nächste Runde. So, unser Held hat die dritte Stufe erreicht. Dann wollen wir mal den Vermittler updaten. Effiziente Abschirmung. Diese verbesserte Maßnahme des Schiffsbus verstärkt die natürliche magnetische Eigenschaft des Rumpfes. Zusammen mit der Verwendung von leichten Legierungen in der Konstruktion führt dies zu einer höheren Tonnage und einer verbesserten Verteidigung gegen kinetische und gegen Raketenangriffe. So, hier haben wir Industrie entdeckt und die Nahrung. Und hier gehen wir auch auf Nahrung. Schicken wir unsere Schiffe los. So, wir haben jetzt hier zwei Schiffe. Wir können Flotten vereinen. Haben zwei Schiffe und eine größere Stärke. So, hier bauen wir das Kolonieschiff. Das schieben wir jetzt mal nach vorne. Wir wollen nämlich den nächsten Planeten kolonialisieren. Was haben wir hier unten? Dann können wir okay, gehen wir zum Kashmir-Effekt, indem wir hier nach drei Zügen die Wissenschaft verbessern. Und auf in die nächste Runde. Hier wird jetzt Geld entdeckt. Wir sind hier bei minus 3. Das haben wir in zwei Zügen. Dann sollten wir hier bei minus 3 auch gleich auch bald wegkommen. So, bewegen wir die Schiffe und auf in die nächste Runde. Bewegen wir die Schiffe und hier vereinen wir sie wieder. Wir werden wahrscheinlich doch nicht hier oben kolonialisieren, sondern hier unten und hier Flotten bauen. Was haben wir hier? 3. Ist natürlich noch nicht so von Vorteil. Kolonieschiff ist in zwei Zügen fertig. Das passt. Gut, beenden wir diese Runde oder den Zug. Hinzu bekommen wir Geld und gehen auf Industrie und hier hat sich das von 10 Zügen auf 5 verkürzt. Ist ja schon mal optimal und hier sind wir jetzt auch bei plus 3. Wir auch hier diesen Zug. Kartenartefakt für den Infiniten entdeckt. 100% für System, für Schiff. Eigentlich ist das Ding ganz unscheinbar. In einem Wrack der Infiniten schwirrt ein winziger, ungesicherter und unverschlüsselter Datenträger umher. Seine Wirkung für die Reichweite von Schiffssensoren und die lokalen Kartografien allerdings war gewaltig. Kolonialschiff ist fertig. Und gehen hier auf Industrie und der Held hat die nächste Stufe erreicht. So, Veteran steigert alles. Gehen wir auf Veteran. So, schicken wir das Kolonieschiff auch hier runter.
und bauen gleich noch zwei Kolonieschiffe dazu. Können wir nämlich den Planeten und hier oben 1, 2, 3, 4 haben wir noch zu erforschen. 1, 2, 3, 4, 5 sogar. Hier 5. Bauen wir 5 Kolonieschiffe. Und haben dann hier alle Planeten unter Kontrolle. Ein Riss im Raumzeitgefüge. Das Raumzeitgefüge ist ein seltsamer, gelegentlicher, richtiger, unangenehmer Ort. Dieses Mal jedoch hat eine Reihe unerwarteter Risse in eben diesem durchaus positiven Anomalien für dein Sternsystem nach sich gezogen. Das Ereignis wurde im Namen simultaner Erscheinung bahnbrechender Anomalien, kurz SEBA, getauft. Eine Anomalie wird zufällig auf 4 Planeten erschaffen. Sehr gut. Bewegen wir die Schiffe. So, 2 Züge, dann haben wir auch den Kasimir-Effekt oder Kashmir-Effekt entdeckt. So, noch ein Zug. Hier schicken wir das Kolonieschiff los. Angewandter Kasimir-Effekt. Nach jahrzehntelang mit Platten der unterschiedlichsten Größen aus verschiedenen Materialien und mit verschiedenen Distanzen experimentiert wurde, kann jetzt endlich die Vakuumenergie, die durch Quantenmechanik des Kasimir-Effekts entsteht, als Energiequelle ausgenutzt werden. Du bist nicht allein. Aller Anfang ist schwer. Du hast Kontakt zu einer anderen Weltraumreisenden Lebensform hergestellt. Ob freundlich oder feindlich gesinnt, wird sich zeigen. Behandle sie so, wie du behandelt werden möchtest. Du bist auf das Imperium Sophons gestoßen. Der Ruf ferner Konstellationen. Du hast die nötige Technologie erforscht, um sicher durch die Wurmlöcher zu reisen, die Konstellationen miteinander verbinden. Welche tapferen Kommandant wagt sich in die unbekannten Weiten vor? Und welche Reichtümer oder Schrecken werden ihn erwarten? Columbia baut das nächste Kolonieschiff. Mal gucken. Einstellen. Wir ordnen es einer Flotte zu. Und zwar dieser hier. Bewegen die Schiffe. Momentan feindliche Flotte. Sind neutral mit uns. Wir können momentan ihnen nur den Krieg erklären, um mit ihnen zu kommunizieren. Waffenstillstand und Friedensangebot brauchen wir das Symbol. Dann würde ich vorschlagen, wir ändern das mal ab. Und gehen in dieser Richtung voran. So, 2 Züge. Dann können wir mit ihnen ein Friedensangebot eingehen. Das Kolonieschiff hat hier auch gleich erreicht. Gleich der nächste Zug hinterher. Relativistische Ökonomie. Der Effekt von Zeitdilat
Digitalisation und Raumfahrt auf traditionelle Finanzmodelle ist nicht zu unterschätzen. Dieser neue Zweig der Ökonomie bildet das Fundament für die Definition von Investition und Profit im Rahmen von nicht-newtonischer Physik in einem nicht-euklidischen Raumzeitgefüge, zum Beispiel für angewandte Zinssätze, Erosion von Humankapital und NPV, Netto-Brutto-Heisenberg-Wert. So, schauen wir mal hier und bieten ihnen ein Friedensangebot. Hier ist wollen Frieden, haben aber auch nichts, was wir uns anbieten können. Gut, Frieden wollen wir machen. Friedensangebot hat das Abkommen angenommen. So, schauen wir mal drauf. Wir sind am 128, 165, 135. Wir hinken ein bisschen hinterher, aber das ist ganz normal. Und hier ist unser Kolonieschiff angekommen. Und wir kolonisieren den riesigen trockenen Planeten. So, trocken. Was schaffen wir mit trocken? Trocken, Geld und Planet. Gehen wir auf Geld. In 5 Zügen. Das können wir abkürzen. Gehen hier auf Raffinerie. Auf Nahrung. Auf Agenturen. Und wenn wir das installiert haben, würde ich vorschlagen, wir erstellen den Aufklärer, packen dort unseren Kommandanten rein oder auch nicht, das geht nicht. Und erkunden die Galaxie. Das gleiche machen wir hier oben. Nehmen den Aufklärer, erstellen ihn und erkunden die Galaxie. Höhle des Wissens, Erkundungseignis. Auriga war Heimat und größten Forschungsstätte für Xenobiologie, die das Genie der Infinitiven je erbaut hatten. In Oberfläche und Krust des Planeten befand sich eine Ansammlung von Labors, Biosphären und Forschungszentren. Eine unglaubliche Errungenschaft auf dem Gebiet von Industrie und Wissenschaft. Als der Dustkrieg und mit ihm seine Bomben kamen, wurden diese gewaltigen Einrichtungen zur größten Ruine und zum größten Speicher verlorenen Wissens in der bekannten Galaxie. Falls diese Labors hier repariert und die Daten geborgen wären, wäre eine wissenschaftliche Nutzung unvorstellbar. So. Auriga. Karl. Da müssten wir versuchen, als nächstes zu bevölkern. Und das Kolonieschiff ist in einer Runde fertig. Sehr gut. So, erstellen wir und schicken wir hier oben hin. Alle Züge beenden. Kolonieschiff, das nächste wird gebaut. Hier haben wir die Kolonialbörsen, Raffinerie, Raffination schwerer Isotope. Gut. Schauen wir mit dem Schiff mal einmal hier runter. Und da ist auch schon der Gegner. Die Sheridan sind wir gestoßen. Schauen wir mal,
ob wir fliegen wir wieder zurück. Verschieben die Flotte hierher. Gut. Wir spielen ja auch nur auf einer kleinen Karte. Wie gesagt, wenn ihr auf großer Karte sehen wollt mit 8 Fraktionen, dann schreibt es in die Kommentare. So, Zug beenden. Wir sind bei 30 Zügen. Hier haben wir, machen wir erstmal den Helden. Gehen wir auf alles. Schließen. So, Partikelscan. Erste Fortschritte bei System. Die Partikelsignaturen von Materie und Antimaterie fassen, ermöglichen einfache Sensoren, die das Raumzeitgefüge nach Aktivität durchsuchen. Sogar solche von Neutrinos, Photonen und Gravitation. Diese Informationen werden dazu genutzt, alle Objekte, die ein Planetensystem betreten oder verlassen, aufzuspüren, zu identifizieren und zu verfolgen. So, gehen wir hier wieder in die Bewachung, bewegen die anderen Schiffe. Hier ist unser Kolonieschiff und Auriga-System kolonisiert. Das System, in dem sich der berühmte Planet Auriga befindet, wurde kolonisiert. Entdeckung, ein Wunder, Sonnenfarben. Was zuerst nach einem Planeten in einem sehr nahen Umlaufbahn um in die Sonne aussah, stellt sich als die Überreste eines Endless-Kraftwerks heraus. Durch ausgereifte Partikeltechnologie und geschützt durch eine Orchalaxie-Hülle hat diese Fabrik einst riesige Mengen Mikrowellenenergie erzeugt, die auf ein Gitter aus mittlerweile zerstörten Übertragungssatelliten projiziert wurde. So, hier haben wir eine Tundra. Dann gehen wir hier auch auf Industrie, gehen auf Agenturen, Raffinerie, Raffination, Raffinerie, wie auch immer, Nahrung und dann schauen wir mal. So, Zug beenden. Technisches Problem bei der Antriebssteuerung entdeckt. Klar, der Wettbewerb ist hoch, doch anscheinend hat das technische Team beim Herstellen dieser Sternschiffe Antriebe ein paar Abkürzungen genommen, die es besser ausgelassen hätte. Um einen katastrophalen Systemausbau, zum Beispiel Höchstgeschwindigkeit, zu vermeiden, muss das Tempo all deiner Schiffe um die Hälfte reduziert werden. Minus 50 für die Flotte, für 20 Züge für uns und für die Sophons. Entschuldigung. Das ist sowohl Nahrung als auch Zahlungsmittel. Letzteres kann durch Einschränkungen auf Industriesektor generiert werden, wodurch diese Ressource dann in fortschrittliche Finanzvergänge investiert werden kann. Es ist doch auch möglich, durch Forschung die seltene, sich selbst verfügende Form des Das zu finden. Die Vervielfältigung kann durch Rohstoffe beschleunigt werden. So, bewegen wir die Schiffe. Aufklärer, wir versuchen mal zu fliehen. Was nicht geht, gehen auf Barriere, gehen auf Technik und gehen auf Angriff.
Wir können noch versuchen, Friedensangebot. Anbieten. Haben es erstmal angenommen. Greifen uns aber noch an, weil wenn man es einmal aktiviert hat. Schade, dass wir nicht mehr fliegen konnten. Schauen wir mal, was passiert in dieser Runde. So, wir kommen gleich an. Defense hat kein Held, sie haben auch schon die Hälfte verloren. So, sie greifen mit Verteidigung an. Unsere Energie ging ein bisschen runter. Sie sind aber eindeutig auch stärker als wir. Oh, jetzt relativ viel verloren. Und alle drei Karten gleich ausgespielt. Gut zu wissen fürs nächste Mal. Und damit ist unser Aufklärer Fujikato. Gut, wir wurden zerstört. Leider. Aber wir haben hier oben noch einen Aufklärer, der die Systeme alle abgrasen kann. So, Kolonieschiff ist in der nächsten Runde fertig. Auf Entdeckungsreise zu den Sternen. Du hast mittlerweile die Hälfte der bekannten Galaxie erkundet. Eine starke und eindrucksvolle Leistung. Immerhin ist Wissen der erste Schritt zur Macht und Kontrolle. Gut, bevor wir die nächsten Dinge aufdecken hier und gucken, wie es mit den Sheridan weitergeht, bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.